Idioten. Hey! Heiß! Oftmals wird mir vorgeworfen, dass ich die Bulimie locker und mit Humor nehme und wie ich es dann schaffe, so optimistisch zu sein. Die Antwort ist, that's just my cool. Ja, sollte den Schnitt reichen? Nun, jeder Mensch ist das Ergebnis der Reise, die er bisher hinter sich gebracht hat. Und so bin auch ich ein Produkt meiner Erfahrungen. Ich habe das Gefühl, hier werden doofe Einblendungen kommen mit Preisschildern und Angeboten. Und diese haben mich gelehrt, dass das Leben etwas ist, das man nicht allzu ernst nehmen sollte. Man wird immer wieder schwierigen Situationen begegnen. Man wird nicht wissen, wie es weitergehen soll, wie man mit etwas umgehen soll. Man wird weinen. Man wird weinen und man wird sich überwältigt fühlen. Doch das Fantastische an diesen Zuständen ist, dass sie vorbeigehen werden. Und mit diesem Video will ich ein Stück meiner Reise zeigen, die mich zu dem Mensch gemacht hat, der ich jetzt bin. Und wer weiß, vielleicht wache ich morgen auf und will Zirkusballerina werden. Alles ist möglich. Lotto. Ich werde euch also aus meinen Tagebuch vorlesen. Dieses Video wird also etwas ruhiger und wir werden nicht ganz so viele Zwischenschnitte einbauen. Aber wenn ihr wollt, können wir jetzt einen einbauen. Hey Bulimie, wie geht's dir? Oh gut, ich lese gerade dein Tagebuch. Was fällt dir ein? Na gut, dann lese ich eben auch deins. So. Dienstag. 8 Uhr. Wollte Lena zum Kotzen bringen. Hat nicht funktioniert. 11 Uhr, wollte Lena zum Kotzen bringen, hat nicht funktioniert. 12 Uhr, wollte Lena zum Kotzen bringen, hat nicht funktioniert. 16 Uhr, wollte Lena zum Kotzen bringen, hat nicht funktioniert. 18 Uhr, wollte Lena zum Kotzen bringen, hat wieder nicht funktioniert. 19, sag mal, geht das immer so weiter? Ja. Ja, also genug davon. Ich hab dir da was hingelegt. Wir lesen jetzt mein Tagebuch. Und wisst ihr, was das Absurde daran ist? Als meine Brüder einmal mein Tagebuch gelesen haben, habe ich sie mit dem Besen verdroschen und das ist keine Metapher. Ich habe wirklich einen Besen genommen und sie damit verdroschen. Und jetzt lese ich es dem Internet vor. Sorry, Jungs. Okay. Hier steht Schreibblock. Echt jetzt? War schon immer sehr komisch. Oh, da stehen sogar meine Arbeitszeiten. Ich weiß, ich habe das Tagebuch begonnen zu schreiben. Ich begann das Tagebuch zu schreiben, als ich das erste Mal im Spital war. Ironischerweise spielt es gerade... fängt schon gut an. Ironischerweise spielt es gerade Rehab von Amy Winehouse, als ich da saß und auf etwas wartete. Auf was? Ich war mir nicht sicher. Später holten mich die Ärzte ins Zimmer. Beim Blutabnehmen wurde mir schwindelig. Das konnte ich der Frau auch mitteilen, dann hatte ich so ein wunderschönes Bild vor Augen und es ging mir wunderbar. Ich habe es aus wie ein Deckengemälde voller Engel gesehen und so ein Chor im Hintergrund gehört. Das war sehr interessant. Ich schoss in die Höhe. Was ist passiert, fragte ich. Die Ärzte meinte, ich sei kollabiert. Um fair zu sein, das passiert mir sehr oft beim Blutabnehmen. Jetzt sitze ich hier. Ein Waschbecken, zwei Betten mit Nachtkästchen, ein Schrank, ein kleiner Tisch mit zwei Stühlen, ein Fernseher. Ich streite noch mit mir, ob ich mich hier wohlfühle. Mal schauen. Es ist Abend. Ich denke, ich werde jetzt schlafen gehen. Bin vom Blutabnehmen total groggy. Also, weich im Kopf. Das war übrigens ein Donnerstag, falls es euch interessiert. Ich habe das immer sehr schön hingeschrieben. Ich weiß noch, ich hatte die Angewohnheit in diesem Tagebuch, weil da die Essstörung noch sehr präsent war, alles, was ich gegessen habe, mit Farbe zu unterstreichen. Und wie ihr seht, war das äußerst viel. Genial. Ich habe gerade meine erste Tablette geschluckt. Trimester heißt das Zeug. Soll mich entspannen. Es liegt sicher an der ungeheuren Menge schlechter Horrorfilme, die ich in meinem Leben schon konsumiert habe, aber ich komme mir wie am Anfang eines solchen vor. Allerdings habe ich weder Freddy noch Jason bis jetzt angetroffen. Gut Ding will Weile haben, hm? Heute werde ich vermutlich nicht viel zu tun haben. Es wird erst ein Stationsprogramm für mich erstellt, wie das wohl aussehen wird. Ich habe noch mit keinem der anderen Patienten gesprochen. Da gibt es diesen netten Jungen, von dem ich sonst nichts weiß. Der hat nämlich am ersten Tag, als ich in der Klinik war, irgendwie
Er hat recht gut, er hat mir irgendwie recht gut zugeredet. Genau, und er hat mir angeraten, ich sollte einen Kampfsport machen. Das tut mir sicher gut. Das Lustige ist, das haben mir schon viele Leute gesagt. Ich traue mich nur nicht. Dann gibt es eine Asiatin, die ein Misch zwischen Englisch, Deutsch und noch was spricht. Sie scheint sich leicht aufzuregen. Eine Frau, die stumm den Gang hinauf und hinunter geht mit verschränkten Armen und schönen schwarzen Haaren, gibt es auch noch. Und dann kommt das Food Diary. Zum Frühstück aß ich heute eine Semmel, Igitt, Weißbrot in Klammer, mit Weichselmarmelade und 2 Tassen Tee. Der Tee schmeckt scheußlich, allerdings hänge ich zu sehr an ihn, um ihn für einige Zeit aufzugeben. Irgendwie fürchte ich mich vor dem Essen hier. Jetzt wird's interessant. Auf der anderen Seite kann ich sicher keinen Fressanfall mit anschließendem Erbrechen haben, wenn so viele Leute um mich herum sind, die dafür bezahlt werden, sich um andere zu kümmern. Ah, jetzt sehe ich meinen Fehler ein. Ich hätte meine Familie bezahlen müssen, damit sie sich kümmern. Das Lustige ist, sie haben sich gekümmert, aber ich wollte es nicht sehen oder ich wollte es nicht annehmen. Aber mir kam das in dem Moment total berechtigt vor. Ich glaube, das ist immer die Sache, wenn man krank wird. Man sieht nicht, wer Allah für einen da ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die sich auch sehr stark bei mir verändert hat. Die Stelle ist auch gut, Leute. Immer wenn es hier laut wird, wenn jemand schreit oder schimpft, dann steigt in mir das Gefühl hoch, dass ich hier vollkommen fehl am Platz bin. Die Ärzte sollen sich um die wirklich Kranken kümmern. Die benötigen Aufmerksamkeit. Ich bin nur schlecht drauf. Das Bedürfnis danach, mir weh zu tun, wird von Sekunde zu Sekunde stärker. Ich will es. Ich habe es nicht ausgehalten, regelmäßig zu essen. Ich werde jetzt duschen gehen. Zum Abendessen gab es 2 Kipferl und eine Dattel. Und das ist erst Tag 2. 2 Kipferl und eine kleine Portion Erdbeermarmelade mit einer Tasse ungesüßten Früchtetee. Das war zu viel. Dafür werde ich das Mittagessen einfach verschlafen. Ja klar, macht Sinn. Mir fehlt mein Dulkolax. Es ist absurd, das zu lesen, weil es mir so fremd vorkommt. Ich hatte ein sehr starkes Bedürfnis, mich zu erbrechen. Und hier habe ich zum Beispiel geschrieben, als meine Familie hier war, habe ich mich kurz erbrochen. Allerdings war das mehr Tee als Essen. So kann man es auch machen. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr wirr geschrieben, jetzt wo ich mir das durchlese. Denn da habe ich zum Beispiel eben geschrieben, ich habe mich kurz erbrochen, allerdings war das mehr Tee als Essen. Und dann im nächsten Absatz, insgeheim träumte ich immer schon davon, eine tolle Malerin oder Schauspielerin zu werden. Dass ich gelandet bin, gibt jedoch einen anderen starken Gefühl in mir recht. Wahrscheinlich, dass ich hier gelandet bin. Ich habe Wörter vergessen. Ich habe einfach Wörter vergessen. Vielleicht komme ich hier mehr oder weniger geheilt, unter Anführungszeichen, hinaus. Vielleicht werde ich hier aber auch mehr Zeit verbringen, als es mir lieb sein wird. Nächster Absatz. Ich würde mich so gerne übergeben. Unglaublich, was ich da alles geschrieben habe. Hier steht so viel Zeug, wo ich heute wirklich nur den Kopf schütteln kann. Ich habe mich gefreut, dass die Leute meine Situation ernst nehmen. Und da habe ich geschrieben, da steht, dass ich mich bestrafen will. Irgendwie dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Gott, das Mädchen tut mir leid, dass das geschrieben hat. Und das ist nicht mal ein Witz, es tut mir wirklich leid. Und dafür, dass ich hier gelandet bin, auch wenn sich ein Teil von mir freut, dass es Menschen gibt, die den Ernst der Lage sehen können. Oder wollen, sie werden ja immerhin dafür bezahlt. Das ist eine super Anleitung zum Unglücklichsein. Egal wer die Hilfe anbietet, der wird dafür bezahlt. Das ist Familie, die kümmert sich halt umeinander. Bis jetzt hatte ich keine Auseinandersetzungen mit dem Personal, aber wenn sie merken werden, dass ich das Mittagessen, oh jetzt zerfällt mir das Ding, nicht zu mir nehmen will, ich will bei dem Fraß hier eben nicht zunehmen, sonst stellen die mich eines Tages noch auf eine Waage, die über 55 Kilo anzeigt und meinen, ups, die ist nicht bulimisch, sondern fettleibig. Jetzt werde ich mir auf einmal unglaublich unsympathisch, wenn ich das hier so lese. Und das ist erst Tag 3. So wie die Schwestern und Ärzte mit mir reden, geben sie mir schon das Gefühl, dass ich verrückt und abnormal bin.
Keine Ahnung, ob das unterbewusst abläuft oder das einfach schon zum Standardprogramm geworden ist. Würde ich keine Medikamente bekommen, würde ich echt sauer werden. Stehe allerdings etwas neben mir, werde erstmal schlafen, bevor ich mit einer Schwester spazieren gehen werde. Ich kann mich auch an vieles aus dem Krankenhaus nicht mehr erinnern, denn ich habe schon davor Medikamente genommen, aber nicht sehr konsequent. Und da wurde ich wirklich eingestellt auf Antidepressiva und dann Schlafmittel. Ich kann mich phasenweise nicht mal mehr daran erinnern, dass ich das geschrieben habe. Aber es ist meine Schrift. Zum Abendessen gab es... Ich habe bei zwei das W vergessen. Zwei Scheiben Schwarzbrot mit wenig Erdbeermarmelade und viel Tee. Wollte mich erbrechen, es kam aber nur Tee hoch. Laut meiner Zimmergenossin gab es heute Nacht 5 neue Einlieferungen. Deshalb war es insgesamt eine äußerst unruhige Nacht. Ich fühle mich ziemlich gerädert, habe mich permanent von einer Seite zur anderen gerollt, habe vielleicht 6 Stunden geschlafen. Meinen damaligen Freund betreffend, er tut immer noch so, als hätten wir eine Beziehung, obwohl ich doch schon so oft gesagt habe, dass ich dazu nicht imstande bin. Ist ihm egal. Er meint, irgendwann wird schon klappen. Ich will ja eine Beziehung, aber nicht mit ihm. Egal wie zuckersüß er ist, da er mich täglich besucht hat. Ich weiß es zu schätzen, aber ich will es nicht. Er engt mich so ein. Ich will doch jemanden zum Lieben, nicht nur jemanden zum Gern haben. Wahre Worte. Heute als Frühstück gab es 2 Scheiben Schwarzbrot. Oh, das Scherzhal vom Stritzel und eine Portion Marmelade. Viel zu viel, allerdings habe ich meine Medikamente schon genommen. Mist. Weil da kann man sich ja nicht mehr erbrechen. Oje. Meine Zimmergenossin hat mir gerade einiges über sich erzählt, als sie hörte, dass ich wegen Depressionen und Bulimie hier bin. Seit sie 11 Jahre alt ist, kämpft sie abwechselnd mit... Ich habe geschrieben mit Anna und mir, aber mit Anorexia nervosa und Bulimia nervosa, um hier korrekt zu sein. Jetzt ist sie 44 Jahre alt und der Kampf gegen sich selbst scheint kein Ende zu nehmen. So sagt sie, bis vor einigen Monaten war sie noch magersüchtig. Ich weiß auch, das war der erste Moment, wo mir wirklich klar wurde, dass Essstörungen einem schaden können, weil sie mir auch erzählt hat, dass sie durch die Magersucht Blutarmut hat. Und auch wenn das damals nicht wirklich angekommen ist, so... Das ist was Schlimmes. War das doch so ein Moment, wo ich gedacht habe, oh, okay. Also wenn man es ganz schlimm hat, kann das passieren. Aber bei mir trifft das ja nicht zu. Es ist so schräg, das hier zu lesen. Esse gerade einen Apfel als Mittagessen. Schatzi, das ist kein Mittagessen. Wisst ihr was, es wird gerade sehr spannend. Holen wir uns ein paar Snacks her. Okay, jetzt hat die Kamera aufgehört zu filmen, das ist ja unglaublich. Zumindest merke ich dadurch, dass ich schon immer eine sehr genaue Person war. Also, dass es Dinge gibt, die sich einfach nicht verändern, weil ich aufgeschrieben habe, was habe ich gegessen und wie viel davon habe ich erbrochen. Ganz genau, um das schriftlich zu haben, weil ich Einträge aus dem Jahr 2012 hier im Jahr 2018 unbedingt brauche, damit ich weiß, wie viele Kalorien ich zu mir genommen habe. An diesem speziellen Tag. Ja? Ist lustig, wenn ich jetzt so drüber lese, wird mir im Nachhinein klar, dass ich zu wenig gegessen habe, weil da fing so eine Magerphase an. Hat sehr viel damit zu tun, dass ich die Beziehung, die ich damals geführt habe, einfach nicht führen wollte. Und das wird hier sehr, sehr klar. Und dass das ein sehr guter Ausgleichsmechanismus war. Zum Frühstück gab es eine Semmel, weniger Brocken oder irgendwas mit viel Tee. Will heute nichts mehr essen, muss aber für Kaugummi-Nachschub sorgen. Die Sache war die, man durfte das Krankenhausgelände, glaube ich, die ersten 2-3 Wochen nicht verlassen. Ja, ich glaube, das Krankenhausgelände, ja. Oder nur mit Begleitung. Heute bei der Morgenvisite werde ich erfahren, wie es weitergeht. Denke und hoffe ich zumindest. Will wieder meine Waage haben und habe gleichzeitig Angst davor, dass Papa oder dergleichen sie mir weggenommen haben. Ich habe sie sicher nicht mitgenommen ins Krankenhaus, aber ich hatte sie später dann im Krankenhaus, das weiß ich, als ich dann Ausgänge hatte. Zum Glück gibt es die überall zu kaufen. Und da mein Handy jetzt gefühlt 7-mal geklingelt hat, schaue ich mal nach, wer da stört. Oh Gott! Irgendwie diese Person, die das geschrieben hat,
Die ist mir ein bisschen unsympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie so, oh, wer starrt mich hier? Ich will doch nur nichts essen. Oh, Leute. Wollte nicht bei der Morgengymnastik mitmachen, wäre mir zu peinlich gewesen. Gerade noch einen Apfel gegessen, das reicht dann aber. Ich spüre so ein trauriges Endzeitgefühl in mir. Jetzt fängt's an. Als würde es egal sein, was ich mache, ich werde bald weg sein. Ist nicht schlimm. Jetzt, wo ich hier bin, besuchen sie mich alle natürlich. Wo waren sie, als ich heulend am Boden lag und mir die Seele aus dem Leib gekotzt habe? Ja, da waren sie auch da, aber das ist ja dauernd weggestoßen. Nein, wenn ich hier wirklich hinauskommen werde, wird nichts mehr so sein wie vorher. Weder was die Arbeit noch was die Familie betrifft. Ich habe keine Lust darauf, das ganze Theater von vorne zu erleben. Ja. Das ist unglaublich. Wenn man nur das sieht, was man sehen will. Weil das ist zum Beispiel eine sehr, sehr traurige Lena. Denn die Lena will ja ohnehin ihre Ruhe und wird nur aggressiv, wenn man ihr helfen will. Also lassen wir sie am besten ganz in Ruhe. Naja, so war sie ja auch. Aber das ist ja auch das Tückische an Essstörungen. Man verliert alles, man hat keine Kraft mehr dazu, seinen Hobbys nachzugehen, man hat keine Lust mehr, Ausreden zu erfinden, sich nicht mit Freunden zum Essen zu treffen oder nicht mit der Familie essen zu gehen. Und man kapselt sich ab und man hat dann auch gar nichts anderes mehr. Das war ja bei mir genauso, ich hatte nichts mehr. Und dann sind diese Leute, diese bösen Leute gekommen und wollten mir die eine Sache wegnehmen, die ich noch hatte. Und ich weiß, ich war sehr böse zu meiner Familie. Ich war echt gemein. Und dabei gab es wirklich Leute, die mir helfen wollten. Es tut mir leid, Leute. Jeder Tag zieht sich so. Ich habe heute schon die Morgengymnastik und die Spielrunde abgelehnt. Ist mir zu peinlich, dort zu sein. Nicht wegen den anderen. Ich glaube nur, dass ich mich blamieren könnte. Ja, Schatzi, wenn du es nicht probierst, wirst du es nie erfahren. Es ist unglaublich. 6 Jahre sind da dazwischen. Und ich habe das Gefühl, als hätte das eine Fremde geschrieben. Wie penibel ich aufgeschrieben habe, was ich gegessen habe. Ziemlich schräg. Heute verlangt ein Patient, die amerikanische Botschaft zu sprechen. Dieser Wunsch wurde ihm merkwürdigerweise verweigert. Ich find's ziemlich unangebracht, deshalb gehe ich zum Lachen in mein Zimmer. Ich weiß das nicht mal mehr. Ich war damals wirklich ein Gourmet. Gefrühstückt habe ich 2 Scheiben Schwarzbrot. Mehr kommt da nicht. Nicht mal Tee. Frage: Schmeckt nicht leckerer Tee besser, wenn man sich eine 2. Tasse davon holt? Antwort: Nein. Mit A statt E geschrieben. Ja, jetzt zerfällt mir das Ding hier. Mir war beim Aufstehen so schwindelig, dass ich einen Traubenzucker und einen halben Liter Wasser getrunken habe. Als eigentliches Frühstück hatte ich dann 2 relativ große Scheiben Schwarzbrot mit Tee. Unglaublich oft lassen sich die Leute hier Pizza liefern und ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass sich die Pizzaboten hier nicht so wohl fühlen. Unter den Fähnchen des Sarkasmus, ich dachte, ich helfe ihnen, sich weniger in einer Irrenanstalt zu fühlen, wenn ich sie permanent starr ansehe. Schien nicht geholfen zu haben. Ich habe so viele Sachen vergessen. 2 Erdäpfel, in Klammer Mittel, musste ich noch essen. Ich fühle mich jetzt scheiße. Eine Karotte zum Abendessen. Wow, ich esse ihn mal kurz. Chips. Hab bei der Mama sehr ungern eine Knödel mit Linsen gegessen. Ich habe wieder ein Wort vergessen. Sie macht immer alles so fettig. Oh Gott, du armes Ding, du. Jetzt bin ich sarkastisch mir selbst gegenüber. Warum esse ich so viel? Einen Apfel und eine Scheibe Schwarzbrot. Ich habe das Gefühl, das ist nur die Kompensation. Ja. Weil ich nie wieder dahin will. Der Himmel strahlt heute wirklich in einem einzigartigen Blau. Ich bin gerade heute eigentlich ziemlich depressiv. Da ist ein kleiner Spaziergang im Grün sicher das Richtige, um nicht in Angst
oder allzu schlechte Stimmung zu geraten. Ich habe manchmal so geschmiert. Habe den Tag ganz gut und mit einem Apfel als Abendessen überstanden. Es tut mir im Nachhinein immer weh, wie viel ich der Therapeutin verrate. Als wäre ich in einer Sekte und würde ihr die Geheimnisse preisgeben. Wah! Mir geht's heute so mies! Findest du noch super? Sogar bei der Ergo war ich total die Ergotherapie. Da hat man gemalt, gebastelt, gehäkelt, was auch immer. Sogar bei der Ergo war ich total zappelig. Ich würde am liebsten hinausgehen. Ich kann dir mal fragen. Mir fällt sonst die Decke auf den Kopf. Abendessen zwei kleine Äpfel. Ich frag mich jetzt im Nachhinein, wie ich damit durchgekommen bin. Ich habe mich heute das erste Mal seit 2 Wochen oder so ganz im Spiegel gesehen. Ich bin doch überrascht, dass ich dünner aussah, als ich es bin. Aber gut, mit Gewand kann man sich einiges erschummeln. Ich hatte um Mittag. Was? Meinen ersten Heulausbruch seit langem. Die Pfleger wollten mich nicht alleine lassen, was eigentlich das Einzige war, was ich wollte. Ich habe dann einfach so getan, als ob ich schlafen würde. Dann hatte ich Ruhe. Meine Stimmung wurde zwar besser, als ich Besuch bekam, allerdings bin ich froh, wenn ich einschlafen und diesen Tag einfach nur vergessen kann. Diese Einstellung hatte ich früher oft, dass ich mir gedacht habe, ich will nur schlafen. Es ist einfach, um den Tag wegzuhaben. Ich will einfach nur schlafen. Und dann jedes Mal am Morgen, wenn ich aufgewacht bin, war diese kleine Hoffnung da, heute könnte ein guter Tag werden. Und dann habe ich gegessen und der gute Tag war weg. Das ist so ein unglaublich deprimierendes Leben. Schauen wir mal weiter hinten, was da noch zu entdecken gibt. Zu Mittag hatte ich eine Fressattacke. Wunderbar, natürlich alles wieder erbrochen. Ich bin mental K.O. und dahinter ein recht seltsam dreinschauender Smiley. So mit so einem Mund. Schau mal. Abendfail. Eine Semmel und ein leckeres Antidepressivum zum Frühstück. Also so einen gewissen Humor habe ich mir schon erhalten. Ich habe es mir gestern schon gedacht, allerdings verdrängt, damit ich Platz für die Fressanfälle hatte. Dass ich ohne Begleitung hinausgehen darf, dass ich alleine in Wien unterwegs sein darf und meine Taschen und mein Schrank nicht permanent nach Wagen, Abführmitteln etc. untersucht werden, das alles deutet auf großes Vertrauen von meiner Umgebung in mich hin. Wenn ich mich heimlich übergebe, dann missbrauche ich dieses Vertrauen massiv. Jetzt ist einer der wenigen Momente in meinem Leben, in denen ich mir denke, dass ich das schaffen kann. Oho. Ich muss nur nach und nach etwas finden, was die Bulimie ersetzt. Ah, die Einsicht hatte ich damals schon. Interessant. Nicht auf einen Haps, sondern nach und nach. Ist lustig, dass ich hier so hoffnungsvoll schreibe, ich brauche etwas, was die Bulimie ersetzt, dann werde ich sie los. Und im nächsten Absatz. 2 mittlere Äpfel zum Mittag. Versteht das hier irgendjemand? Das ist schräg. Diese Wortspiele. Ich habe heute und übermorgen Ausgang. Für morgen muss ich mir nur noch irgendwie Beschäftigung suchen, damit mir nicht allzu fad wird. Das F.A. für den Fressanfall. Unglaublich. Was ist denn hier weiter hinten? Ach, hier ist so viel Zeug drin. Gestern in der Früh hatte ich einen Zusammenbruch. Ich habe momentan Riesenangst vorm Zahnarzt, muss aber dorthin gehen, wenn ich nicht will, dass mir in nächster Zeit die Zähne aus dem Mund purzeln. Deshalb fing ich an zu weinen. Gute Lösung. Oh, ich fühle mich furchtbar, weil ich meiner kleinen Schwester kein gutes Vorbild bin. Oh. Ist lustig, erst in dieser Phase, wo die Bulimie so stark da war, hatte ich das Gefühl, oder kam der Gedanke auf, was bin ich eigentlich meiner Schwester da damit für ein Vorbild? Das kam mir sonst nie. Witzig, ich führe seit circa 3 Tagen kein Ernährungstagebuch mehr und weiß jetzt nicht mehr, was ich schreiben soll. Was gibt es auch anderes im Leben als Essen? Kein Mensch weiß es. Upsi! Ekelhafter Fressanfall mit Erbrechen am Abend. Ich bin so igitt. Ich hasse mich jeden Tag ein bisschen mehr, wenn ich mit der Zunge über meine Zehe fahre und die fehlenden Stücke spüre. Als ob ich das Tagebuch einer Fremden lesen würde. Jetzt kommen schon langsam die Aha-Momente.
Ich war heute Vormittag in meiner zum Glück bald Ex-Wohnung, um sie zu säubern. Zu säubern. Doch kaum hatte ich die Türe geöffnet, sprang mir Mia entgegen und hatte mich beinahe wieder einmal so weit gehabt. Was mich davon zurückhielt, war das Weiterdenken. Wenn ich mich jetzt vollfresse und mich übergeben werde, dann werde ich schon beim Kauf der Sachen ein schlechtes Gewissen haben. Ich werde mich nach dem Fressanfall nur schlecht fühlen. Da ist nichts Gutes daran. Mann, nach dem Essen muss ich immer mit mir kämpfen, damit es auch drinnen bleibt. Das waren Zeiten. Manche nehmen Drogen, ich hab halt erbrochen. Was ist eigentlich der letzte Eintrag hier? Zwei Müsli-Riegel. Das sind so Brötchen. Ich glaube, man sagt, es sind Weckerl, während hier in Österreich, ich glaube, in Deutschland sagt man Brötchen. Mit viel Haferflocken und Rosinen drinnen, so wie eben ein Müsli-Riegel, nur in Brotform. Zwei Müsli-Riegel zum Frühstück. Essenstechnisch waren die Tage ekelerregend, da ich zu viel gegessen habe. Doch zwischenmenschlich gesehen waren sie wunderbar. Daran kann ich mich erinnern. Erstmal, seit letzten Montag bekomme ich ein neues Medikament zur Stimmungsstabilisierung. Nebenwirkungen sind bei mir Muskelkrämpfe, Kurzatmigkeit und innere unerträgliche Unruhe. Deshalb ging es mir leider nicht so super gut, wie es eigentlich in mir aussah. Wisst ihr, da hinten stehen noch zwei Sprüche drin im Pappdeckel, die ich hingeschrieben habe. Eine verwelkende Rose ist immer noch eine Rose. Und ich bin mehr als mein Zustand, mehr als meine Gefühle. Ja, und wisst ihr, da ich es recht anstrengend und intensiv fand, dieses Tagebuch hier zu lesen. Das Video ist komisch beleuchtet. Ha. Es ist auch extrem voll geschrieben, wie man hier sehen kann. Und es sind auch Sachen drin, sehr viel über meinen damaligen Freund. Einfach nur der Klinikalltag auch, den ich halt beschrieben habe. Auch, dass ich mich aufgeregt habe, dass man bei der Ergotherapie keine Kopfhörer drinnen haben darf. Da, obwohl jeder für sich arbeitet. Und man den anderen nicht hören muss, aber irgendwie ist das wohl asozial. Ja, aber wie gesagt, da das hier gerade recht anstrengend für mich war, machen wir aus diesem Video einfach Teil 1 oder Part 1 oder Lene macht, was auch immer dich glücklich macht. Und dieses Tagebuch, denn hier gibt es noch ein Tagebuch, seht ihr? Ich hab eigentlich mein ganzes Leben lang ein Tagebuch geführt. Da habe ich sogar Sachen eingeklebt. Tee natürlich, was sonst? Was? Ich glaube, da war ich beim Blut abnehmen. Das schauen wir uns dann das nächste Mal an, Kinder. Bis dahin lernt für den Test. Wieso tue ich als, so, als ob wir in der Schule wären? Wieso? Oh mein Gott. Oh, Bulimie. Meinst du, weil es mir damals so schlecht ging? Nein. Weil es mir damals so gut ging. Okay, Leute, wer war das? Wer war das? Das ist nicht okay. Nicht okay. Wow, das war interessant. Oh je. Brauchst du vielleicht irgendwas? Ein Taschentuch? Eine Umarmung? Eis und einen Kotzkübel? Nein, bitte nicht. Die Zukunft in unsehbarer Ferne. Mit der Gegenwart wissen wir nichts anzufangen. Das Einzige, was wir wirklich haben, ist unsere Vergangenheit. Yeah. Das Tagebuchlesen war, naja, anstrengend irgendwie. Und wenn man irgendwas, glaube ich, aus solchen Sachen lernen kann, oder wenn man irgendetwas von Tagebüchern mitnehmen kann, dann ist es der Vergleich. Ja, der Vergleich. Denn ich habe damals gedacht, mein Zustand ist permanent. Es wird mir immer so gehen. Egal, was ich mache, es wird immer so laufen. Es wird sich nichts verändern. Viele Leute denken auf jeden Fall, besonders bei einer Essstörung, es wird sich nie was ändern. Es wird immer so bleiben und es besteht ohnehin keine Chance rauszukommen. Und natürlich halten solche Gedanken einen dann eher in der Essstörung. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man mal die Erfahrung macht, es kann sich was ändern. Es kann sich was ändern. Also jetzt bei der Essstörung, ich werde mich wahrscheinlich noch versprechen, wenn ich, keine Ahnung, eine Sprecherausbildung. Vielleicht sollte ich eine Sprecherausbildung machen. Dafür habe ich keine Zeit. Ich muss sehr wichtige Dinge tun, wisst ihr? Ich bin sehr schön, wie ich die Nägel mache. Aber mein Gott, ihr könnt ja nichts anderes mehr machen. Oh mein Gott.
Wie viele Schichten Nagellack willst du da eigentlich drauf haben, ha? Meine Güte! Also von Zeit zu Zeit habe ich wichtige Sachen zu tun. Wenn ich euch einen Tipp geben kann, wenn ihr schon mal Tagebuch geführt habt, wenn ihr Videotagebuch geführt habt, ich habe auch schon gehört, dass Leute Audioaufnahmen gemacht haben, hört sie euch an, lest es durch, egal wie schwer es euch fällt. Ich weiß noch, ich habe mal ein Videointerview mit einer ganz wunderbaren Frau geführt und die hat gesagt, es hat ihr wahnsinnig geholfen, sich alte Audioaufnahmen anzuhören, weil sie dann gemerkt hat, sie dreht sich nur im Kreis und das will sie nicht mehr. Und das hat ihr dann, wie soll ich sagen, den letzten Schub Motivation gegeben, aus der Essstörung rauszukommen. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Tagebücher aufgehoben habe. So eine Art Mahnmal, wie es sein kann, wenn man sich einfach gehen lässt. Und nein, nicht so gehen lässt. Ich meine, wenn man die Krankheit einfach machen lässt, ohne was dagegen zu tun. Nun denn, das war's für diese Woche, pünktlich am Freitag. Aber Hand aufs Herz, die Videos werden wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit ein bisschen später kommen. Aber keine Sorge, es ist alles okay, ich bin nur ein Wuselkopf. Machen wir das? Nein, machen wir das? Oh mein Gott, machen wir alles so weit? Das ist eine super Idee, jetzt funktioniert auch immer. Wir sehen uns am Montag. Möglicherweise am Montag, vielleicht auch am Dienstag im Kommentarvideo wieder. Bis dorthin, passt auf euch auf, führt fleißig Tagebuch. Ich passe auch auf mich auf. Guter Abschiedskuss. Wuselkopf.